myśmy, ja z rodziną, mieszkałem na Polesiu. Wbrew wszystkim powiedzeniom, że Polesie to jest kraj zacofany, dużo blota i tak dalej, nieprzyjazny. Owszem, są, były dotychczas miejsca, które są, prawda, no, zaniedbane, są blota, ale są też piękne, ładne tereny. Myśmy mieszkali na futorze, prawie na samej granicy sowieckiej, przed 1939 rokiem. To było gdzieś 2 kilometry do granicy, która przebiegała na rzece Słucz, a następnie 5 kilometrów dalej była ta duża rzeka Prypieć. Dużo jezior, piękne lasy, dużo zwierzyny i tam mieszkaliśmy na swoim własnym futorze około kilometra od miejscowości, które się nazywało Zaścianek, powiat Lenin, gmina Lenin, powiat Luniniec. Do 1939 roku. Miejscowość składała się z tam mieszkańców z sobą bardzo zżytych. Byli tam Polacy, Białorusini, wyznawcy, chrześcijanie, prawosławni. Byli też parę rodzin Niemców, Goldschmidt, Schulz. Wszystko naprawdę żyło w bardzo takiej przyjaznej, zgodnej atmosferze. Dużo atrakcji dawało nam wojsko WOP, Wojsko Ochrony Pogranicza. Organizowało tam zabawy, festyny i tak dalej. Ponieważ była to strefa nadgraniczna, więc był naprawdę tam spokój. Nie było tam gdzieś złodziejstwa jakiegoś, no bo nie każdemu tam było wolno zamieszkiwać. Dlatego było bardzo... I tam spędziłem najpiękniejsze swoje lata młodzieńcze. Tam był tak poplątany język, różne. I częściowo polski, częściowo rosyjski, białoruski, ukraiński, ale większość mieszkańców dobrze znała język polski. Była szkoła polska. Nie było innej szkoły, tylko szkoła polska. Ale gwara była taka ni polska, ni białoruska wasza, nie? Bo proszę pana, to ciekawe, że jeżeli chrześcijanin, Polak, żenił się z dziewczyną prawosławną, to ona przechodziła na chrześcijaństwo. A jeżeli chłopak prawosławny brał dziewczynę z chrześcijaństwa, to ona znowu przechodziła na prawosławne. Ja jestem wszędzie, bo byłam 6 lat na Ukrainie, 6 lat na Syberii, potem znowu trochę na Ukrainie, potem Korza Gania mieszkała. Teraz mieszkam tu, więc ja wszędzie byłam, nigdy nie. To jestem Nowosad Michał, urodzony 1929 rocznik, nie? W Choryciowie, na Wołyniu. Tam spędziłem młode lata swoje. Do lat 14 byliśmy tam, potem w 1938 roku stamtąd Plater na Ukrainie, też na, to jest województwo Wołyń, rozparcelowywał swój majątek. I ojciec jako osadnik miał pierwokupu. No i kupił 12 hektarów ziemi tam, na Wołyniu, w Sarnach, miejscowość Dąbrowica, nie? A wieś Krzywica. No i tam byliśmy do roku 42. Kratzen war, nannte sich Rittergut, warum weiß ich nicht, und war, ich glaube, seit Ende des 18. Jahrhunderts im Familienbesitz. Irgendwo wurde dann mal Ländereien verteilt und dann hat sich irgendwie ein Kranach, die ja vorher in Thüringen wohnten, gemeldet und bekam da dieses Rittergut. Das hat er nicht gekauft und das hat er... Ich glaube, nein, doch, jetzt wo du das sagst, ich glaube sogar, dass es gekauft hat. Ich glaube,
aus den Schilderungen meiner Mutter zu wissen, es wurde sogar von einer Familie, ich weiß sogar, wie sie hieß, jetzt weiß ich es nicht mehr, wurde das gekauft. Aber es wurde irgendwie auch staatlich mit organisiert. Vielleicht gab es da auch damals schon mal eine Wirtschaftskrise und die Besitzer wechselten, weiß ich nicht. Und die Familie hat da gelebt. Und dort ist auch mein Vater 1910 als zweites Kind des Gutsbesitzers geboren. Und bei der Geburt meines Vaters 1910 starb seine Mutter. Und er hatte einen 10 Jahre älteren Bruder, der nachher der Gutsbesitzer wurde. Und er kam zurück und dann ging das Gut in kurzer Zeit wirtschaftlich ganz bergauf. Weil er hatte auch so die geniale Idee, meine Mutter meint das, also ich erzähle alles, was meine Mutter weiß, mir erzählt hat. Die geniale Idee, Kartoffeln war so der Haupterzeugungsgut, die nicht die Kartoffeln zu verkaufen, sondern die gleich vor Ort zu verarbeiten, und hat eine Kartoffelflockenfabrik dort eingerichtet. Und ich weiß nicht, für was diese Kartoffelflocken nützlich waren, ob das Tierfutter war oder Pfanni oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, plötzlich ging es extrem aufwärts. Und mein Onkel, also der älteste Bruder meines Vaters, hat dann wirklich wohlhabend, hat die Familie da gelebt. Diesen Abend um 22 Uhr kam ein Propheter, hat sich mir hingestellt und hat 3-mal Zapfenstreiche geblasen. Und das hat er nach alle 4 Seiten gemacht. Und dort in diesem Haus, 2. Fenster von rechts, bin ich geboren worden. Ja? Ja, das war unser Schlafzimmer. Da war eine Couch quer. Und meine beiden Schwestern haben daneben angeschlafen. Hier auf der Ecke war das Delikatessengeschäft Lötsch. An das ich noch sehr gute Erinnerungen habe, also relativ gute Erinnerungen habe. Da ging so ein paar Stufen hoch und da hatte ich mit meinem Freund Günter Naumann, hatten wir da auf diesen Stufen gesessen, hatten uns im Laden saure Gurken gekauft und haben die dann da irgendwie, also da gegessen. Und da etwa gegenüber von dieser Spitze, da war Molkteplatz 14 und da hatten wir unser Wohnhaus mit 16 Mietern. Das hatte meiner Mutter, hatte das gehört. Ach, wir kommen hier aus Ceylon. Ceylon, Postboxfelde. Und ja. Wo sind Sie zur Schule gegangen? In Jamaika. Wieso heißt das alles so komisch? Ja, Jamaika. Das waren ja alles damals die Inseln. Und da hat der alte Fritz das Urbar gemacht, gehabt, unser Land hier. Und da hat er, die wollten nur Namen haben für die Dörfer. Und da sind sie auf die Idee gekommen, dass er die Dörfer die Namen geben, die da so sonst nicht erwähnt werden. Ja. Als Dörfer. Ja. Als Länder nur, nicht? Was gab es noch für Namen? Ceylon, Jamaika? Jamaika, Korsika, Florida, Sumatra. Sumatra war unser Nachbardorf. Ja, und Florida auch. Und wir sind Werder und Malta und Korsika. Das waren alles damals die Dörfer. Ja.